So, Reiter für das Gute. Weiter geht es mit Darksiders Genesis. Willkommen, willkommen. So. Ab geht's. Dagon wartet. Der lange Rede, gar nicht viel Sinn. Gehen wir mal los. Bin ich schon mal gespannt. So ein langer Weg ist es gar nicht. Guck mal hier, die warten auch schon auf ihre Trachtprügel. Ich habe übrigens die letzten Fähigkeiten für Strife gefunden. Ich bin jetzt nochmal offscreen suchen gegangen in den Levels, welche Truhen ich noch nicht eingesammelt habe und hab's jetzt gefunden. Hier, da könnt ihr es sehen. Pass mal auf, was hier passiert. Warte. Wie war das? Warm. Laser. Haha, die Attacke ist super geil. Krähenfüße habe ich jetzt auch. Das ist das auf B. Und dann quasi mit B zuschlagen. Also wie ihr auch seht, Sammlung ist alles da. Zornkerne fehlen mir noch und Gesundheitssteine. Davon sind es noch ein paar. Plus diese Teile, diese Abgrundrüstung. Ein paar bekomme ich, wenn ich in der Arena gewisse Punktzahl habe. Da gibt es Teile für die Abgrundrüstung noch. Und die anderen sind halt versteckt in den Levels. Die muss ich halt nochmal suchen und finden. Weiß nicht ganz genau, was das bringt. Aber wäre schon irgendwie cool, die zu haben. Wenn ich sie jetzt noch finde bis zum Ende des Spiels, cool. Wenn nicht, suche ich sie für mich nochmal offscreen dann. Ich stand hinter der Truhe. Und dann hat es erst einen Moment gedauert, bis er sich vor die Truhe teleportiert. Okay. Gut. Dagon. Mach mir keinen Ärger. Da ist jemand angepisst. Ich finde die Interpretation von Dagon hier in dem Spiel gar nicht mal so schlecht. Was macht er denn? Wow. Ja, die Welle schon. Was wollte ich jetzt? Da runterzufallen, das ist voll frech. Diese Kugeln kann ich auch zerstören. Ja, die sind mir so ein bisschen ein Dorn im Auge. Und die ballern ja auch noch auf mich. Die ein bisschen frech. Thank you.
Komm schon, Dagi Bär. Gib auf. Okay, er will es so, er kriegt es so. Haha, in der Gestalt kann ich nicht weggespült werden. Ich kann ihm auch keinen Schaden machen, weil er geschützt ist. Dein Bart. Oh, Scheiße! Ich schätze, wir wurden geläutert. Dagon ist nicht mehr. Chance von 2% auf Kettenblitz im Nahkampf. Ja, geil. Fügt einem Gegner je nach Zornkraft. Besiege Dagon, Fürst der Hölle. Leichten Schaden zu... Noch was. Okay. Springt innerhalb von 10 Metern zu einem weiten Gegner. Der Schaden sinkt mit jedem Sprung. Okay. Geil, geil, geil. Warte mal, so... West, da ist jetzt einiges dazugekommen gerade. So, das jetzt. Okay. Habt ihr gesehen, da war noch so eine volle Lebensleiste. Nee, du, den Kampf will ich nicht nochmal machen. Erstmal nicht. So, kleinen Exkurs noch bei den Kreaturenkernen. Ich habe noch ein paar hinzugefügt, wie ihr sehen könnt. Ich würde nämlich gerne mal gucken, ob ich jetzt noch ein paar dazu gekriegt habe, um hier weiterzukommen. Weil ich weiß nicht, was das ist. Kleiner Kreaturenkern. Passiver. Passiv-Bonus-Joker. Wähle den passenden Platztyp. Hm. Schwert. Käferkönigin wäre eigentlich ganz cool. Meine Gesundheit um 10% erhöht. Zorn und Angriffskraft um 5. Komischerweise geht Zorn und Dings runter, aber. Aber wir können das hier nehmen. Das klingt eigentlich auch recht geil. Wasserausbruch. Ja. Ich meine, die Steine unten drunter unter dem Platz symbolisieren ja quasi, dass nur Level 1. Also das heißt, fertig. So. Hier ist noch Platz frei. Was haben wir denn noch? Jede Menge eigentlich. Außer in chinesischen Stadt laden 2,5% schneller auf. Ja, das nehme ich. Aber was ist dieses Symbol? Das habe ich gar nicht. Oder ist das egal? Wartet einen kleinen Kreaturenkern gewährt. Die zugewiesenen Kern macht bis Stufe 1. Genau, bis Stufe 3. Hier ist es ja genauso. Stufe 1, Stufe 3. Ist das dann egal? Ich setz mal einen ein, mal gucken. Achso, das ist dann... Ah, okay, das heißt... Da kann ich alles einsetzen.
Geht nur bis Stufe 1. Dann nehmen wir noch das. Also wenn ich alles einsetzen kann... Stufe 3. Was gibt's hier bei Stufe 3? Gesundheit um 25% erhöht. Angriffs- und Zornkraft um 2% erhöht. Erhöht die Menge hinterlassener Munition um 5%. Ah, gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir mal. Okay, den Rest lasse ich mal offen. Aber ist lustig, dass es auch nochmal zusätzlich einen Bonus gibt. Für jeden Typ, den ich da ausrüste. So. Alter, ihr riecht noch schlimmer, als ihr aussieht. Ach das, wir haben eine Brühe aus verdorbenem Wasser und Dämoneneingeweiden durchquert. Gern geschehen übrigens. Strife, ich tue das alles doch nur für euch. Nicht für mich. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Irgendwann wird dieses Arrangement nicht mehr beiden Seiten nützen und dann wird es interessant. Wie pessimistisch. Aber noch profitieren wir alle. Also, machen wir weiter? Denn nun steht uns der einzig wahre Moloch im Weg. Ah, davon profitierst du eindeutig mehr als wir. Du hast nie erzählt, wieso er hinter dir her war, Samael. Zanken sich niedere Höllenfürsten immer so? Niedere? Verspotte mich nicht, Marionette. Ich werde die Fäden kappen, an denen du tanzt, nur um zu sehen, wie du am Boden zerschellst. Dann töte ihn doch selbst. Mächtig genug bist du ja, oder? Er ist unbezwingbar. So gut wie. Sonst hätte er mich niemals entthronen können. Und seine Armee wird immer stärker. Also was? Wir müssen sie von innen heraus zerstören. Angefangen bei seiner großen Operation in der Roten Öde, wo seine Maschinen Materialien von unglaublicher Macht ausgraben, mit denen er dann Lucifer unterstützt. Gib es zu, du willst bloß seine Armee beseitigt wissen, damit nach seinem Tod nichts in seinem Reich deine Pläne gefährdet. So oder so. Alle profitieren. Tja. Los, zerstört alles, was ihr könnt. Und wenn ihr schon dabei seid, tötet den Vorsteher. Den Vorsteher? Irgendein bestimmter Grund? Er war einst ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Offenbar hat Moloch ihn für sich gewonnen. Dafür will ich ihn tot sehen. Es ist nicht so sehr eine Bitte, als eine Forderung. Ja, also ich würde allem zustimmen, nur um endlich diese Unterhaltung zu beenden. Zu langatmig, ich will etwas töten. Let's kill them all. Reiter, willkommen. So, bei Wolgrim gibt es auch noch ein bisschen Stuff, dann haben wir auch fast alles gekauft, mehr ist nicht. Dann haben wir noch Gesundheitszusatz. Erhöht die regenerierte Gesundheit durch einen Trank, sehr gut. Das klingt wunderbar und dann nehmen wir noch das und dann hätten wir, glaube ich, alles. Jetzt können wir bei Wolgrim eigentlich nur noch Kerne kaufen von Kreaturen. Die würde ich auch mal bei Zeiten kaufen, einfach damit ich sie komplett habe. Zum Beispiel hier Geist. Es ist doch nur Geld. Soundkraft um 2% erhöht. Euch steht viel Spaß bevor. Und dann, wenn wir noch einen Haufen Batzen Seelen haben, dann gehen wir natürlich auch noch zu Dis und geben dort auch nochmal unsere Seelchen aus. So. 14. Der Dämonenmeister Moloch
errichtet in einem riesigen Lager Kriegsmaschinen. Die Reiter wollen seinen Vorhaben vereiteln. Dann wollen wir mal sehen, ob wir das tun können. Der Kriegsmaschine trotzen, die eine ganze Dämonenarmee antreibt. Klingt lustig, oder? Langsam wurde es ja langweilig. Mit den Reitern sollte man sich nicht anlegen. Machen wir ihnen Feuer. Oh yeah, machen wir. Lasst sie kommen. Oh, die haben die Zugbrücke hochgezogen. Verdammt. Ich lieb. Feuerlegion, Tobsucht, hinterlässt eine Schadensspur, die je nach Zornkraft sehr leichten Schaden zufügt. Weltenänder, behindert Gegner und verlangsamt sie um 20% für 10 Sekunden. 6. Für 6 Sekündchen. Kann ich diese Kette hier zerstören? Nee, ich nehme Schaden. Kickt der Soundtrack immer wieder richtig rein. Okay, irgendwas zum Einsammeln gibt es bisher hier noch nicht. Nur Gegner erstmal. Okay. Heftig. Wenn wir das nicht zerstören, müssen wir angreifen. Okay, ich habe gedacht, das Pferd wäre so mächtig, dass es Kisten zerstören kann, aber... What? Was war denn jetzt? War abgestiegen. Noch eine Trophäe. Wer bist du denn? The Madman.
Komm da runter. Oder bleib da oben. Mir egal. Die rote Öde. Gut, die sind weg. Dämonen Geomant. Maximale Gesundheit und Zornkraft um 1,5 erhöht. Gut, in dem Fall baue ich Krieg dafür. Echt riesig, wie er schon sagt. Kann man so einiges sehen und übersehen. Ich glaube, da macht das Reiten mit dem Pferd schon mehr Sinn. Warum auch hier ein bisschen schneller voranzukommen. Hey. Studiert ihr direkt? Muss ich mit der Kugel das Ding hier zerstören oder wie? Darf ich das zeitlich denn? Weil das Ding explodiert ja irgendwann. Ah ja. Ich würde jetzt zu gern Molochs Gesicht sehen. Wer weiß, wo auch diesmal wieder die Karte versteckt ist. In so einem riesigen Gebiet, die könnte überall sein. Keine Ahnung, wo ich bin. Er steht so ein bisschen unbeteiligt hier. Vielleicht hat er gerade Pause gemacht. Da kommt einfach mal ein Reiter der Apokalypse und haut ihn erstmal komplett zu Klump. Fände ich irgendwie ein bisschen doof, wenn ich er wäre. So, ein bisschen Ressourcen gibt es auch noch für uns. Was ist denn damit? Geht nicht. Woran hängt's denn? Achso, das ist dafür, dass ich dann wieder hoch kann, wenn ich unten wäre. Vorsteher ist sicher unten in der Hand. Sollen wir ihn wirklich töten, nur weil Sam ist? So, hier kann ich hoch.
Also manchmal finde ich diesen Effekt, wenn die von oben so runterspringen, eine Ebene weiter nach unten, sieht schon echt geil aus. Damit habe ich diesen Aufzug hier geholt. Und der führt mich jetzt wiederum auf die andere Seite. Okay. It's a long ride. Wo schickt es mich hin? Wo war eine Fährmannsmünze? Nein! So, der wäre erledigt. Panzer Legionsstreiter. Wars Block Konter fügt 5% mehr Schaden zu. Stryfes Ausweichkonter fügt 5% mehr Schaden zu. Okay. Alles sehr auf Ausweichen getrimmt. Okay. Aber die Sachen, die ich gesehen habe, die lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen. Hier die Fährmannsmünzen vor allem. Ah, okay, es gibt mehrere, also die ich aktivieren muss, mehrere Runen. Na, komm schon. Okay, wie komme ich jetzt zurück? Das weiß ich nicht, aber ich sehe da unten noch eine Fährmannsmünze und da sind noch ein paar Dämonen. Da ich die Karte noch nicht habe, muss ich jeden Winkel halt so ein bisschen absuchen. Okay, aber wenn es zwei Symbole gibt, die da so einen geheimen Pfad aufmachen, wo ist dann das zweite? Ist es hier vielleicht? Was ist das für ein... Was ist das hier für ein Gebiet? Ach, hier war ich doch schon. Okay, warte mal. Ich nehme noch mal kurz das Pferd. Ich würde nochmal gerne kurz die anderen Ecken hier absuchen, ob hier irgendwas ist von Bedeutung. Aber wie gesagt, dieses Gebiet ist doch schon echt ziemlich groß. Weitere Skelettis. Eine Kiste. Es ist jetzt einfach mal so ein Standardgegner, der hier rumläuft.
schläfst du jetzt? So, stimmt, man muss das Ding immer finishen. Mit einer B-Aktion. Okay, da ist das Symbol. Jetzt weiß ich zumindest, wo das war. Ich wette mal stark, dahinter ist wahrscheinlich echt eine Tricktür oder sowas. Wieder so eine Kugel. Achso, warte mal. Ich krieg das schon. Okay, wir haben noch eine zweite Anlage zerstört. Nicht sehr gut. Und hier kamen wir her, ne? Okay, in diesem Bereich gibt es, glaube ich, echt nichts mehr. Zwei Anlagen sind hier unten. Ich weiß nicht, wo die dritte sein kann. Wir können nochmal die Gegend absuchen. Eine Kiste. Sie kommen aus dem Sand. Aufmachen. Okay, und jetzt reite ich quasi hier in diese Ecke rein. Noch Hundegegner. Aha. Ich weiß einfach mal gerne, wie man hier so einen Blockkonter ausführt, wenn er das Schwert hoch hat. Okay, aber ich wüsste nicht, was hier in der Wüste noch sein sollte, was ich jetzt noch nicht gesehen habe. Ja, das Gebiet ist groß, aber so groß ist es jetzt auch nicht. Ja, in dem Fall laufe ich schon zurück, aber die Anlage da oben, bei der war ich noch nicht, glaube ich. Warte mal. Man sieht sie auf der Karte auch. Hier. Das würde ich sagen, machen wir noch. Deswegen zerstören, dann haben wir das nämlich erledigt. So, jetzt brauchen wir Strife in dem Fall. Wer hätte
So, eine Quest ist das. 1000 Seelen gibt's dafür. So, wir gehen jetzt nach oben und wieder mit dem Aufzug auf die andere Seite. Dafür müssen wir erstmal wieder diesen Aufzug hier runterlassen. Und dann wieder nach oben und dann mit dem anderen Aufzug auf die andere Seite segeln. Oh, warte mal. Eine Sache wollte ich noch checken. Ich weiß nicht, ob hier noch was ist, aber auf der Seite war ich noch nicht. Ist hier noch irgendwas? Die Gegner sind hier. Burn, burn, baby, burn. Okay, die Plattform wurde zerstört. Sehr geil. Ein nicer Effekt. Okay, hier ist noch was. Das hätte ich fast übersehen. Ach, guck an. Okay. Ja, guck mal, wie er auf... Oh. Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Wie unfair. Ich kann doch nichts machen. Wie kann der da überhaupt stehen? Welch? Wird ehrgeiziger. Lucifer hat seinen Mut bestärkt. Und da Samaels Festung zerstört wurde, fasst er in der Hölle Fuß. Damit ist Schluss, wenn ich ihm ein paar Kugeln in seinen Dickschädel jage. Mich macht nervös, dass Lucifer in den Angelegenheiten niederer Dämonen mitmischt. Was gewinnt er durch ihr Gezänk? Bald werden wir es wissen. Hier ist etwas Großes im Gange. Und ich fürchte, wir sind mitten hinein. Ist wohl unsere Aufgabe. Du sagst es ja ständig, wir sind Reiter. Sie werden sich für ihre Taten verantworten. Du hast tatsächlich zugehört? Bilde dir nichts darauf ein. Ich will einfach nur Luzifers Plan vereiteln, damit wir weitermachen können. Zu spät. Ich weiß, du hast zugehört. Weißt du, was zugehört? Und ich hatte recht. So klingt das gerade für mich. Hm. Brechen wir auf, dann wissen wir es. Okay, das würde ja bedeuten, dass da hinten schon der Bossfight wäre. Aber hier geht es noch rund. Ah, du bist's wieder. Ich kenne dich schon. So, kann ich das Ding jetzt zerstören, ja? Wir nach unten.
Da wird es nach unten gehen, aber wir haben einen Hebel, womit wir wieder nach oben können. Okay, aber wir sind ja schon bei 42 Minuten angelangt. Das wird doch etwas viel gerade. Deswegen werde ich jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss machen und sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei Darksiders Genesis. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Strife, Krieg und mir. Dann werden wir uns nochmal hier in der Gegend ein bisschen umsehen. Es gibt wahrscheinlich noch eine Menge Sachen, die ich hier noch einsammeln kann, bevor wir dann uns den Vorsteher vorknüpfen. Und dann geht es wahrscheinlich bald Lucifer an den Kragen. Mal sehen. Also, bis zum nächsten Mal bei Darksiders Genesis.